Unsere heutige Gesellschaft ist geprägt von Stress, Schnelllebigkeit und einer Übermacht an Angeboten zur Freizeitgestaltung. Selten findet der Mensch Ruhe und Frieden. Allzu oft tragen wir Masken der Heiterkeit, um uns vor Zweifeln und Angst zu verstecken. Hass und Gewalt finden Einzug in unser Leben. Manch einer resigniert, ein anderer lässt seinen Frust in Vandalismus oder aggressivem Verhalten ab. Die Frage nach Ordnung, Verständnis und Liebe steht im Bücherregal unserer Herzen ganz weit hinten, neben der Bibel. Nur gelegentlich, abends vor dem Einschlafen, wenn uns im Fernsehen der neueste Hollywood-Streifen das Traumbild von Gerechtigkeit und Solidarität ins Gedächtnis gerufen hat, dann schauen wir doch manchmal nach im Regal und erinnern uns an die Fragen, die dort auf einem alten, zerknüllten Zettel stehen. Gibt es Gott? Wo ist er? Wie kann ich ihn kennenlernen? Wir leben in einer ungeduldigen Zeit, in der wir schnelle Lösungen und Antworten auf Fragen suchen. Und die tieferen Sinnfragen, die erschließen sich nicht immer gleich. Und das ist eine große Herausforderung, dass wir mit ungelösten, offenen Fragen leben. Auch mit Schicksalsschlägen, mit der Frage des Leides, wie kann Gott das zulassen. Und einen wichtigen Anteil hat auch noch unsere pluralistische Weltkultur, dass die Welt ein Dorf geworden ist. Früher hatte man keine Alternative. Man dachte, der christliche Glaube ist alles, was Sinn macht. Heute hat man ein großes Angebot aus sinnstiftenden, spirituellen Möglichkeiten, zum Teil aus den Weltreligionen, zum Teil auch esoterischen Patchwork, wo man sich das zusammenbastelt, wie man es gerade braucht. Dazu kommt noch all die christlichen Ideen, die man säkular aufbereitet hat, im mentalen Training oder auch in verschiedenen Motivationsversuchen. Und die lassen mein Leben auch ganz gut gelingen. Da brauche ich zunächst, um besser leben zu können, nicht unbedingt Gott, wie es scheint. Wenn ich jetzt die Unterschied sehe zwischen zum Beispiel amerikanischer Kultur und deutscher bzw. europäischer Kultur, dann würde ich sagen, dass es auch sehr viel damit zu tun hat, wie das ganze Kultur geprägt ist. Es ist sehr von einer ritualistischen Religion geprägt, der eigentlich wenig bringt, wenn man tief innen nach innen schaut. Es ist gesagt worden, es ist gelehrt worden, dass wenn man zum Beispiel getauft ist, dann gehört man so automatisch dazu, zur Familie Gottes, man kommt im Himmel, ob man gut oder schlecht lebt, ist nicht so wichtig mit der Firmung und so weiter. Und ich denke, das hat eine falsche Sicherheit gegeben, auf eine interessante Art und Weise, dass mir eine Sicherheit gibt und sagt, naja, da muss ich mich nicht drum kümmern, ich bin ja getauft. Und da sehe ich auch einen Grund, warum die Interesse so niedrig ist. Man hat der Bewusstsein seine Bedürfnis. Man meint, es gibt nichts mehr. Mhm. Man meint, das war's in meiner Beziehung zu Gott. Es ist überhaupt nicht klar, dass man eine lebendige Beziehung zu diesem Jesus haben kann überhaupt. Und das ist für mich auch die Botschaft, die wir bringen müssen. Mhm. Es gibt mehr, man kann Jesus kennen. Lebendige Beziehung heißt, dass ich eine Intimsphäre schaffe, die eben übers Herz geht, wo ich Zeit verbringe mit Gott, wo ich versuche, in seine Nähe zu kommen, wo Gott mich einfach ansprechen kann inmitten meines Alltags und sagen kann, schau, ich bin da und ich hab dich lieb und ich nehme dich fest in meinen Arm. Und ich ein sagenhaft warmes Gefühl von einer Liebe spüre, die mich fast zerplatzen lässt, was keine Beziehung mir sonst geben kann zwischen Menschen. Also es ist ein Schritt zwischen Herzensbeziehung, zwischen Gehorsam, zwischen Wissen und letztendlich immer wieder mich selber aufgeben, damit ich eigentlich mehr bekomme, weil Gott mir mehr geben kann, mich mehr erfüllt, als ich mir selber überhaupt geben kann. Es ist ein Unterschied, ob man nur
über jemanden etwas weiß, Information hat über jemanden so vermittelt, zum Beispiel man ein Freund erzählt von einem anderen interessanten Menschen oder ob ich diesen Menschen direkt begegne. Das ist ein Unterschied. Viele Menschen, auch in der Theologie, lernt man sehr viel über Gott, vermitteltes Wissen. Aber kennen wir Gott wirklich? Das war auch das Problem der Schriftgelehrten zur Zeit Jesus. Sie kannten sich sehr gut aus über Gott, aber sie hatten ihn von Herzen nicht erfahren und erlebt. Und dieses tiefe, existenzielle Erkennen Gottes, das auch einen Menschen verwundbar macht, das einen Menschen ganz tief anspricht, bloßlegt, wo man sich auch nackt und durchschaut vorkommt, das ist nicht zu ersetzen mit Wissen über Gott. Aber erst in dieser Auslieferung, in diesem Verwundbarsein, da erlebt man diese Freiheit, da erlebt man diesen Frieden, den all das Wissen einem nicht verschaffen kann. Man kann die Existenz Gottes ja nur dann wirklich empfinden und fühlen, wenn man ihn sehr gut kennt. Das ist das nächste Stichwort. Die Existenz Gottes. Existiert Gott wirklich so, wie du das gesagt hast? Denn was kannst du darüber sagen? Vielleicht kann ich das am besten so erklären. Es geht über das menschliche Verständnis oder Verstand hinaus. Ich war etwa 26 Jahre alt, als ich Jesus kennengelernt habe. Und ich glaubte zunächst einmal nicht, dass er war. Ich hatte so eine östreligiöse, hinduistische Weltanschauung. Aber dann, als jemand mich das klargemacht hatte, dass man Jesus kennenlernen konnte, dann dachte ich, nein, das wäre ja cool, Gott zu kennen und so, wenn er wirklich da wäre. Und ich habe einfach in mir gesagt, okay, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und ich lade dich in meinem Herzen hinein. In diesem Augenblick geschah irgendetwas, den ich bis heute nicht erklären kann. Ich kann es nur bezeugen. Es ist einfach so geschehen. Ich habe das Gefühl gehabt, als ob ich meinen Finger in die Steckdose gesteckt habe. Ich spürte, wie eine starke Strom durch mich ging. Und in dem Augenblick ist was in mir verändert worden, was ich nicht an mir selber hätte tun können. Ich wusste plötzlich, Jesus lebt. Ich wusste, er war bei mir und er wohnte in mir. Und ich wusste, dass er auferstanden ist. Ich wusste, dass er im Himmel war. Ich wusste, dass ich gerettet war. Und ich wusste, dass ich eines Tages wieder mit ihm vereint werde. Und das ist eine Erkenntnis, der weit über alles geht. Erst nachher habe ich angefangen, in die Bibel zu lesen. Und dann wurde mir klar, was mit mir überhaupt passiert ist. Das war die Wiedergeburt. Man kann wirklich in eine Beziehung zu Jesus hineintreten und erst dann weiß man, Mensch, du bist wirklich da. Jesus, du bist wirklich da. Davor ist es nur Intellekt, es ist nur Fragestellungen, es ist nur Wenn und Aber und Ja und Nein. Aber wenn man ihn kennt, dann kennt man ihn. Dann weiß man, dass man weiß, dass man weiß. Und niemand kann daran rütteln. Okay, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Wenn ich eine Beziehung habe, dann ist es oft so, dass in einer Beziehung, in der Ehe, das wissen alle, die verheiratet sind oder eine Beziehung haben, dass da Krisen gibt. Dave, was meinst du? Was gibt es das überhaupt, mit Gott Schwierigkeiten zu haben? Es gibt Schwierigkeiten, die man selber hat und man überträgt das auf Gott. Ich denke aber, um einen Schritt zurückzumachen, es muss jedem Menschen klar werden, dass wir alle in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und zu diesem Ebenbild gehört auch Gott ist ein Beziehungswesen. Und wir sind alle Beziehungswesen. Und er hat uns erstens geschaffen, dass wir Beziehung mit ihm haben. An erster Stelle. Und bis man das gefunden hat, hat man ein Riesenloch. Jeder Mensch, wenn er ehrlich wird, sucht nach Erfüllung in sein Leben und versucht dieses Loch mit irgendwas zu füllen. Ob es Erfolg ist in der Karriere, ob es gut aussehen, ob es auch schlechte Sachen, Drogen, Alkohol oder sonst was, man fühlt es zu erfüllen. Wenn man endlich Gott gefunden hat durch Jesus und dieses Loch erfüllt wird mit seinem Geist, dann hat man es gefunden.
Aber trotzdem leben wir noch hier und da kommen Krisen. Und man schiebt manche Krisen auf Gott zu und sagt, wieso machst du das? Ich bin verärgert mit dir. Und die Freiheit, die man haben kann, so wie man immer wieder in der Bibel liest, vor allem von David, König David, der viele Psalmen geschrieben hat, er schreit Gott an und sagt, wieso? Bring sie alle um, ich hasse, wie mein Leben ist, nimm mich weg und so verschiedene andere Sachen. Aber zum Schluss, nachdem er sich, sage ich ganz grob, sich ausgekotzt hat, hat er gespürt, Gott ist trotzdem da, weil er in ihm wohnt und er tröstet ihn und hilft ihn. Und Gott verspricht uns, Weisheit für den Tag zu geben und vor allem verspricht uns zu tragen und zu lieben durch jede Schwierigkeit. Und Gott will einfach, weil wir diese Beziehung mit ihm leben, ganz ehrlich mit ihm sind. Dass wir sagen, wenn es uns gut geht, wenn es uns schlecht geht und nicht irgendwie was Frommes machen und was vorspielen, was wir gar nicht fühlen. Er will, dass wir ganz ehrlich sind und sagen, du bist mir so weit weg. Man weiß, jeder, sogar Jesus hat geschrien am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er hat es von einem Psalm genommen, von König David. Oder David hat es auch gesagt, als ganz normaler Mensch. Und das fühlen wir als Menschen auch und das dürfen wir auch ausschreien. Und Gott hört es und gibt uns Trost und wir wachen auf. Irgendwann merken, ja, er ist da und er hält mich und er gibt mir Rat für den Tag und ich komme durch. Wenn man die Beziehung anfängt und Jesus annimmt und der Heilige Geist Wohnung einnimmt in einem, in unserer Seele wohnt, das Häufigste, meine ich und ist meine Erfahrung, ist dieses stille Reden in mir herein, wenn ich Gott um Weisheit frage und ich weiß, da kommt ein Gedanke. Und oft kommt dieser Gedanke auch während ich, so wie Sie vorhin gesagt haben, das Wort Gottes lese. Und es kommt aus Bestätigung und ich weiß genau, das passt. Also, das ist das Häufigste, wie ich Gottes Reden höre. Und dann, wenn ich danach handle und merke, ich habe immer noch den Frieden, Ruhe drüber, dann weiß ich ganz sicher, ja, das war richtig. Mhm. Manchmal handelt man und das war doch nicht Gottes Reden, aber das merkt man ziemlich schnell, dass der Frieden weg. Ja. Manchmal kommt mein Gedanke, der hat so eine Klarheit und dann spüre ich, das, der war nicht von mir. Und es stellt sich raus, es war ein Gedanke von Gott. Man kann sich auch verhören. Das ist ja so ähnlich beim Telefonieren, da kann man manchmal nicht so entscheiden, ist es die Tochter, ist es die Mama, die gerade dran ist, wenn sie sich im Nachnamen melden. So ähnlich kann es auch mit Gott manchmal sein, dass man einen guten Gedanken denkt und man denkt, es ist Gottes Gedanke, aber es war sein eigener Gedanke. Aus diesem Grund frage ich in wichtigen Entscheidungen nicht bloß einmal im Gebet, Gott, was meinst du dazu, sondern ich frage länger. Ich lege also mein vermeintliches Wissen von vorhin nochmal ganz ab. Ich glaube, man muss überhaupt, wenn man nach Gottes Willen fragt, erst einmal absichtslos werden. Man muss also seinen eigenen Willen bewusst Gott ausliefern. Denn sonst sucht man Gott nur als Bestätigung, dass er das bestätigt, was ich ohnehin will. Man lässt das gar nicht zu. Darum ist es auch glaubwürdig, wenn man dann etwas hört, was völlig dem eigenen Willen zuwiderläuft. Denn dann hat man sich's eben nicht eingeredet. Das habe ich manchmal erlebt, wenn ich in jemanden verliebt war und sagte, Gott, passt das? Und ich spürte und ich hörte Nein. Und ich habe mich geärgert darüber, denn ich wollte ja eigentlich, dass es passt. Ich glaube, sonst wäre ich nicht mit meiner Frau zusammengekommen. Denn bevor ich sie kennenlernte, lernte ich jemand anders kennen. Und da habe ich eigentlich auch im Gebet Gott gefragt, passt das? Und es kam dauernd ein Nein. Und ich konnte es mir nicht erklären. Es hat keinen Sinn gemacht. Es schien alles äußerlich so gut zu passen. Aber im Herzen hat einfach Gott Nein gesagt. Und wie auch dieser Friede, der schon erwähnt wurde, er war nicht mehr da im Herzen. Es war eine Unruhe da. Und so können wir schon Gott hören. Es ist ein Lernprozess. Und es hängt mit unserem Herzen zusammen, ob wir es wirklich wollen. Manchmal hören wir Gott deswegen nicht, weil wir unsere Meinung, unseren Willen schon fest beschlossen haben. Dieses Spiel spielt Gott nicht mit. Da schweigt er.